ich weiß, was ich. Das erste war der Froschkönig. Da hat mir jetzt ein Fan Bilder geschickt. Bin ich doch der Jüngste, öffne mir die Tür. Und Titelbild? Kann das da drüben, hab ich meine Mappe. Das ist auch eine süße Geschichte. Ganz deutlich habe ich es jetzt gehört. Ihr nicht? Ach, du bist es, alter Wasserpanscher. Meine goldene Kugel ist mir ins Wasser gefallen. Als er gestorben ist, da meine Mami und ich haben sein Büro ausgeräumt und da haben wir dieses gefunden. Willst du meine Frau werden? Ja. Die hat alle, hier, die ganzen Kritiken, hat alle mein Vater ausgeschnitten. Da wurde ich entdeckt, von auch in dieser Tanzszene. Was man erträumt, darf man dann nur noch aus der Ferne besehen. Ein kleines Stück vom großen Glück gehört nun einmal dazu. Im Schauspielhaus, da war drin, der drehte gerade einen Film, Fellini, der große italienische Regisseur. Und der hat mich in dieser Tanzszene gesehen und da wurde ich für einen Film von ihm mit seiner Regie, das sind noch die zerrissenen Bilder, mit seiner Frau, ein Film von Fellini. Da wäre eigentlich die internationale Laufbahn hätte beginnen können. Aber dann bin ich nach Ibiza und habe meinen Mann kennengelernt. Aber da ist noch so ein Bild draus. Mit seiner Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß sie noch? Irgendwo steht das. Die Frau von Fellini. Das war noch... hier steht das drin. Das hieß das Kunst seine Mädchen. Das ist nächtliche Ruhestörung. Ihren Ausweis bitte. Oh, Herr Wachtmeister. Na gut, gehen Sie weiter, aber leise. Oh, danke Ihnen. Jawohl, Herr Wachtmeister. Da spiele ich mit ihm, denn hier unten steht das drin. Auch schon so zerrissen, was? Mit Christiane König und die Hauptdarstellerin ist gerade, leider waren vielleicht die Motten oder die Mäuse haben da in meinem Haus in den Wieser rumgeknabbert. Und hier sind auch so Geschichten. Hat alles er ausgeschnitten, alles mein Papi. Hier mit Hans Richter. Setzen Sie sich! Herr Professor, wegen dem Schild von gestern! Es heißt nicht wegen dem Schild, es heißt wegen des Schildes! Schöner Professor, wegen des Schildes. Der kleine Napoleon habe ich da gespielt mit ihm zusammen. Das war nett mit ihm zusammen. Also das hat alles mein Vater ausgeschnitten. Und ich hätte nichts gehabt. Und nach dem Tod finden wir in seinem... Da hat er bestimmt angegeben, wenn Kunden kamen. Er war Versicherungsprotokoll. Wenn Kunden kamen, hat er gesagt, das ist meine Tochter. Bestimmt. Konnte ja nie mehr mit ihm reden. Da ist er gestorben. Das war, wo mich der Gero Becker gesehen hat. Das ist Kleopatra die Zweite. Das habe ich mit Hans Richter gespielt. Und ich tätige ich meine Sorgen mit Gunther Philipp hier auch. Und das war auch mein und da habe ich ein Theaterstück.
in Frankfurt gespielt mit der Film. Ich zähle täglich meine Sorgen. Also ich verschwinde ins Badezimmer und Sie verschwinden nach oben. Los! Ja, bitte, ja. Was war das? Alter Aberglaube, heißt toi toi toi. Ja, ich komme ja schon. Ja. Hallo Chef! Nanu, wie sehen Sie denn aus? Ich stecke immer alle meine neuen Entwürfe zuerst an mir selbst ab. In schöpferischen Momenten muss ich mit mir allein sein. Das ist ein sicheres Zeichen von Genialität. Ja, aber jetzt wollen wir das Ganze gleich einmal an Ihnen probieren. Ich habe das mir neulich mal alles wieder nach langer Zeit durchgeguckt, auch so die Kritiken mir angeguckt. Ne? Also, ich habe dann ganz großes Glück gehabt, es ist keine schlechte Kritik dabei. Nur weil ich hatte ja einen anderen Namen. Also jetzt wollen wir ganz was anderes. Wir sind schon wieder mittendrin. Wir sind schon wieder mittendrin. Und da habe ich also, dadurch, dass so viel passiert ist jetzt, ne, springe ich, stelle ich fest, dass ich so springe. Ja. Von der Theater, von der Tanzgeschichte wieder. Ja. Jetzt habe ich eben plötzlich diese Mappe jetzt wieder entdeckt, um das zu zeigen. Da kommt wieder ein Bild nach dem anderen. Das ist so aufregend, aber es ist viel besser, du fragst und dann weiß ich Bescheid, was ich sage. Ja. Wir machen noch mal wieder so einen Sprung zum Film hin. Da kam irgendwann ja dieser große Film, dieser Straßenfeger, ja. Die Mädchen und da der Produzent hieß Gero Wecker. Und ich spielte damals Theater, da hatte er mich gesehen. Ich spielte mit Heinz Erhard Theater, da hat er mich gesehen. Und er wollte haben für diese Rolle ein blondes, junges Mädchen mit blauen Augen, für diese Mädels vom Immenhof, mit Heidi Brühl, mit Angelika Meissner, Paul Klinger als mein Partner. Und das waren drei Schwestern, die Flüchtlinge mit ihrer Großmutter Margarete Hagen aus Ostpreußen geflüchtet sind und in Malente auf diesem Gut Immenhof. Die Heidi Brühl war die Jüngste in dem Film, die war damals 10 Jahre alt. Und dann kam die Angelika mit 12 und ich war die älteste Schwester, ich war 17. Guten Morgen, Fräulein Angela. Guten Morgen, Herr von Roth. Guten Morgen. Wäre es Ihnen recht, wenn ich heute Abend mal vorbeikäme? Geschäftlich? Auch. Einen schönen Gruß an Oma Janssen. Das werde ich lieber nicht ausrichten. Auf Wiedersehen, Herr von Roth. Auf Wiedersehen, Fräulein Angela. Die große Schwester. Die große Schwester. Und ich kriegte einen 3-Jahres-Vertrag. Und habe mich darüber natürlich toll gefreut, weil das als Anfängerin gleich einen 3-Jahres-Vertrag zu kriegen und in jedem Jahr 3 Filme, feste Filme zu haben, ist natürlich schon ein ganz tolles Angebot gewesen. Nun leg dich erst mal ganz ruhig hin, kleine Oma, und ruh dich aus. Jetzt werden wir für dich sorgen. Oh, meine Lieben, wie wollt ihr denn? Wenn das Gut versteigert wird, ist alles aus. Edelbert soll nichts merken, Angela. Pass ein bisschen auf. Ja. Aber ich habe den Mädels vom Immenhof Film gedreht, mit auch großer Freude. Ein bisschen schwierig habe ich es gehabt, weil Paul Klinger gerne seine Frau für die Rolle haben wollte. Aber die Rolle habe ich bekommen. Und jetzt kommt die Geschichte, warum ich auch nicht mehr in den anderen Filmen drin war, weil Gero Wecker, der Produzent, mich als seine Geliebte haben wollte. Ich sollte eine Wohnung, einen Fahrer haben und der nächste Film wäre gewesen die Liane aus dem Urwald. Und ich war so entsetzt, dieses Angebot und vor allen Dingen völlig neu für mich sowas. Sagte, das kommt für mich gar nicht in Frage, weil ich hatte eine Ausbildung schon als Tänzerin, als Schauspielerin und spielte bereits zu der Zeit
wo er mir dies angebot, schon Theater. Ich war also kein so Neuling und habe das abgelehnt. Und damit wurden meine Verträge, kam ich aus diesen Verträgen raus, beziehungsweise das Schlimmste war für mich, die Premiere von Mädels vom Imhof war in Hannover und in Stuttgart. Und ich stehe eigentlich, um die Treppen raufzugehen, um mich oder wir alle, um uns zu verbeugen. Das Theater war ausverkauft für die Premiere Mädels vom Immenhof. Und da kommt die Aufnahmeleitung und sagt, du hast Auftrittsverbot. Du kannst nicht mit auf die Bühne. Und das war für mich das Allerschlimmste, was es gibt, weil ich nicht wusste, warum. Das heißt dann auch, also man muss sich vorstellen, ein großes Kino, die Premiere ist da, so ein roter Teppich. Wie das heute noch ist, mit rotem Teppich. Und es gibt ja immer bei großen, bei Filmen, gibt es vorweg, bevor er anfängt, gibt es die Premiere, wo die Darsteller, die nicht gerade jetzt irgendwo anders Theater spielen oder irgendwo anders eingesetzt sind, frei sind und zur Verbeugung. Und ich kriege, bevor wir raufgehen auf die Bühne, kriege ich Auftrittsverbot und ich weiß nicht warum. Und dachte, wenn man mir gesagt hätte, du bist eine schlechte Schauspielerin oder irgendwas ist, was du, dann wäre das furchtbar gewesen. Aber ich wurde, also es wurde so in der Luft gelassen, ich wusste nicht warum. Und habe sofort meine Managerin angerufen und die hat sich dann sofort eingesetzt. Und das ging gegen die Firma, es wurde ein Vergleich geschlossen, die mussten zahlen, die Firma. Aber es ging eben durch alle Zeitungen, durch die großen Boulevardzeitungen, junge Schauspieler, und ich war damals 20 und 19, klagt gegen großen Produzenten Gero Becker. Also es ist denn ja eigentlich schon, ich sag mal, so um diesen Film, der ja immer so von Harmonie und werden sie es schaffen, den Imhof zu retten, aber die Produktion selber hat dann also mit Arroganz nicht gespart. Nein, überhaupt nicht. Und die nächste, die meine Rolle dann, also die Liane, das ist die Marion Michael, oder so ähnlich hieß sie. Und die hat auch gleich den 3-Jahres-Vertrag bekommen, aber die wurde seine Geliebte und bekam bereits ein Haus am Starnberg und ein Auto und sie wurde seine Geliebte. Und dann hat die ein paar Filme gedreht, die war 17 und blonde Haare und blaue Augen. Die wurde dann abserviert, weil er dann die nächste hatte und das war die junge Tschechowa. Und so ging das weiter. Und erst jetzt habe ich die, nachdem nun ich wieder am Leben bin, durch Zufälle, hat man mir die ganzen Zeitungsausschnitte geschickt, die ich gar nicht wusste, was dieser Gero Becker, wie er das angestellt hat und immer Jahresverträge verteilt hat. Und aber irgendwann dann auf den Bauch gefallen ist. Also keine Erfolge mehr gehabt. Dieses Klischee, was man sagt, diese Besetzungscouch. Ja, das stimmt. Das geht auch wahrscheinlich heute. Es ist wahrscheinlich auch noch. Also, aber es war für mich so erschütternd, das zu hören. Aber für mich kam das eben nicht in Frage, weil ich einfach schon ich war so sicher, weil ich schon Theater spielte und dachte, ich will mich selber beweisen und nicht also dadurch durch die Couch gehen oder nun Geliebte zu werden, sondern ich habe das gelernt und ich will das zeigen, was ich gelernt habe, aber nicht durch irgendwelche Geschichten und Bettgeschichten. Du bist dann ja irgendwie in, ja wie kann man sagen, in Vergessenheit geraten. Es kam ja dann auch, irgendwo stand dann geschrieben, ja, die Mädchen vom Imhof, die gibt es gar nicht mehr, die sind alle schon verstorben. Alle verstorben.